5 Tipps, um in harten Zeiten entspannt zu bleiben, beziehungsweise 5 Tipps, um überhaupt durch harte Zeiten einigermaßen gut durchzukommen. Diejenigen, die mir schon länger folgen und die letzten Videos gesehen haben, wissen, dass ich echt durch eine harte Zeit gehe, dass ich viel Schmerzen habe und es mir nicht wirklich gut geht. Aber dieses Video ist jetzt nicht nur um mich, sondern mir geht's schon um unsere allgemeine Zeit, die wir gerade haben. Ich meine, schau mal, was braucht man, um glücklich zu sein? Letzte Woche habe ich schon mal ein Video gemacht, ich verlinke dir das hier oben, da habe ich dir erzählt, es geht um Kopf und Herzenseinstellung und sowas. Aber es geht ja auch um äußere Einflüsse, zum Beispiel, dass man Menschen trifft. Oder dass man viel an der Sonne ist und die Sonnenstrahlen auf sich einprasseln lässt. Dass man die Möglichkeit hat, Sport zu machen und Entspannung zu finden. Oder auch mal einen einfachen Tapetenwechsel. Das macht was mit uns Menschen. Das löst Hormone in uns aus. Und diese Hormone sorgen dann dafür, dass wir uns in einer gewissen Weise gut fühlen oder auch nicht. Und da merkst du jetzt schon, das ist eigentlich das Grundproblem, was wir gerade in unserem Land haben. Nein, was eigentlich alle Menschen auf dieser Welt jetzt gerade haben. Wir gehen durch eine Situation, in der das alles nicht so möglich ist, wie das normalerweise möglich ist. Das sind harte Zeiten. Es sind wirklich harte Zeiten. Und aus dem, was ich in den letzten Wochen gelernt habe, aber auch aus dem, was sich in meinem Leben so bewährt hat, möchte ich dir diese 5 Tipps heute geben. Nochmal ein kurzer Satz zu dem, was eigentlich auf dem Kanal passiert. Das ist jetzt keine Frage von euch, sondern das ist mir wichtig gewesen im Nachklang auf das Video von letzter Woche. Normalerweise kannst du mir einfach Fragen stellen, anonym. Hier unten findest du den Link zur App Telonym, da kannst du mir Fragen stellen und darauf kriegst du eine Antwort. Und wenn ich meine, dass die Antwort auf diese Frage für diesen Kanal passt, dann kommt die in die Umfrage. Den Link findest du auch hier drunter. Und über diese Umfrage entscheidet ihr gemeinsam, welche Inhalte auf diesem Kanal landen. Also ich lade dich ein, beteilige dich. Ich stell deine Frage, stimme mit ab. Gerade heute will ich nochmal zusehen, dass ich nochmal ein paar mehr neue Möglichkeiten zum Abstimmen hinzufüge, sodass ihr wirklich entscheiden könnt, was die nächsten Wochen hier passiert. Aber lass uns erstmal bei dir einsteigen in diese 5 Tipps, wie es in harten Zeiten entspannt bleiben kann oder 5 Tipps, wie du durchkommst oder wie auch immer du das nennen möchtest. Es sind am Ende einfache Dinge, die aber sehr, sehr wichtig sind. Das erste ist, du brauchst eine Routine, du brauchst eine gewisse Struktur. Sieh zu, dass du dir selbst, deinem Tag, eine gewisse Ordnung gibst. Auf meinem Kanal findest du das Video zu meiner Morgenroutine. Das kann dir schon eine kleine Hilfe sein, dass du so ein bisschen den Eindruck kriegst, was ich jetzt meine. Du musst dir halt unsere Situation gerade vorstellen. Wir sind alle irgendwie durcheinander. Wir leben alle neben dem, was wir normalerweise leben. Wir leben nicht unser normales Leben. Die einen, die haben Homeschooling, die anderen haben Homeoffice. Die nächsten, die machen Homeschooling, die nächsten, die kümmern sich darum, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice zurechtkommen. Andere sind quasi eingesperrt, dürfen nicht raus, dürfen keine Kontakte haben. Müssen teilweise in Quarantäne sitzen. Das ist alles ein Ausnahmezustand. Es ist anders. Aber, und das ist das Wichtige, was ich dir heute sagen möchte, es geht allen so. Es geht wirklich allen Menschen auf diesem Planeten so. Da sind ganz, ganz wenige, die überhaupt gar nicht betroffen sind. Das heißt, du kannst keine Struktur von anderen erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass andere dir jetzt sagen, so und so und so läuft das, weil wir alle in irgendeiner Weise unsicher und strukturlos sind. Also guck, dass du dir eine gewisse Routine aufbaust, dass du zu einer gewissen Zeit aufstehst und da dabei bleibst, dass du morgens schon weißt, das und das und das möchte ich tun, dass du eine feste Zeit hast, wann du essen möchtest, dass du eine feste Zeit hast, wie du abends abschalten kannst und dann nicht noch stundenlang durch Insta scrollen und hier das TikTok-Video mitnehmen noch und dann die Dokumentation bei YouTube über die, weiß ich nicht, Wachstumsrate von Zehennägeln oder sowas dir anschauen musst. Man kann so viel auf sich einströmen lassen und findet sich im völligen Chaos wieder. Und das, was du dagegen tun kannst, ist wirklich dir selbst zu sagen, das und das und das ist meine Struktur, meine Routine und so möchte ich jetzt durchgehen. Und du wirst feststellen, dass das eine echte Hilfe ist. In dieser Routine drin ist dann Punkt Nummer 2, ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist, finde Zeit für dich oder noch einfacher gesagt, mach Pause. Mach ganz bewusst Pause. Pause. Jetzt gerade bin ich seit einiger Zeit wieder am Arbeiten. Ich war längere Zeit krankgeschrieben und ich merke, ich kann nicht einfach nur durchziehen. Da sind viele Sachen liegen geblieben. Ich habe eigentlich immer mehr Arbeit, als ich eigentlich arbeiten könnte. Es waren 2000 E-Mails als ein Beispiel in meinem Postfach. Die konnte ich jetzt nicht alle nacheinander durcharbeiten, sondern habe ich eine App programmiert, die mir auf dem Computer alle 45 Minuten einen Pausenton abgespielt hat, wie in der Schule. Und mir einfach gesagt hat, Simon, kurz Stopp, innehalten und einmal kurz für dich runterfahren. Weißt du, das,
ja, es ist gerade alles so anstrengend, man könnte immer weiter in Bewegung bleiben, aber die wirklichen Momente des Lebens entdeckst du halt, wenn du mal kurz innehältst. Ich rede jetzt nicht von stundenlang auf dem Sofa rumchillen und sowas, sondern einfach mal ans Fenster stellen und gucken, was machen die Vögel draußen, wie scheint die Sonne gerade, wie entwickelt sich die Natur im Frühling. Einfach mal kurz vor die Tür gehen und schauen, wo kommen die ersten Knospen, wo fliegen die ersten Schmetterlinge. Und du wirst feststellen, dass diese Zeiten, in denen du mal ganz kurz für dich bist, dir eine echte Hilfe sind, um durch einen ungewöhnlichen und vielleicht sogar ganz harten Alltag durchzukommen. Nein, es wird nicht automatisch alles besser, aber du entdeckst Kleinigkeiten, für die du dankbar sein kannst, für die du einfach sagen kannst, das ist jetzt gerade ein schöner Moment, eine schöne Sekunde in meinem Tag und das wird dir helfen. Ich verweise nochmal ganz kurz auf das Video von letzter Woche, wo es wirklich darum ging hier. Im Kopf passiert das, was uns glücklich macht, nicht das, was von außen auf uns einströmt, aber um das wahrzunehmen, braucht es halt diesen Moment. Das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist Menschen. Du brauchst Menschen. Und ja, du brauchst auch Menschen, wenn es gerade von allen möglichen Seiten gesagt wird, du sollst nicht viele Kontakte haben. Aber du brauchst Menschen, mit denen du reden kannst, mit denen du auch dich austauschen kannst über das, was dich gerade so sehr nervt. Und mein Rat ist, such dir diese Menschen nicht bei anonymen Social-Media-Diskussionen. Such dir nicht irgendwelche Menschen, die auf deiner Wellenlänge sind und nur schimpfen über Politik und schimpfen über die bösen Menschen, die irgendwas Falsches entscheiden und irgendwelche Verschwörungen machen und sonst irgendwas. Such dir deine Freunde, diejenigen, mit denen du wirklich ganz offen reden kannst, die dich nicht verurteilen, die dich nicht in eine gewisse Richtung schieben, sondern die einfach nur mit dir durchgehen. Dafür muss man sich nicht zwangsweise treffen. Das geht heutzutage so entspannt über Videokonferenzen, das geht so entspannt über Instant Messenger, also ja, WhatsApp sind die ganzen meisten jetzt gerade so, oh, Hilfe, Datenschutz, aber du findest deine Messenger, mit denen du mit Leuten in Kontakt sein kannst. Und ansonsten gibt es eine uralte Erfindung. Guck mal hier, mein Handy gibt dir so eine gewisse Richtung. Diese Geräte, die können neben ganz viel Social Media und Bilder machen und sowas nämlich noch eine ganz existenzielle Sache, nämlich telefonieren. Ganz einfacher Rat, ruf deine Freunde an. Vielleicht sind es nur 5 Minuten am Tag, aber diese 5 Minuten, die werden dir helfen, weil du einfach mal Dinge von der Seele reden kannst, weil du hörst, wie es anderen genauso dreckig geht. Und weil ihr gemeinsam dann plötzlich dieses Leid, die Not, die Schwierigkeit des Alltags teilen könnt. Das hebt wieder nicht alles auf, aber es hilft dir und es macht was mit dir. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit meinen besten Freunden nur ganz, ganz kurz telefoniere. Meine Gefühlslage ändert sich rapide, weil gewisse Hormone freigesetzt werden in der Erinnerung an die schönen Momente und so weiter. Es ist wirklich eine Hilfe. Allerdings wirst du auch merken, dass viele von deinen Freunden plötzlich anders ticken, dass sie andere Gedanken entwickelt haben, dass sie auch gereizt sind, dass sie genervt sind, dass sie hinten gegen sind. Und du wirst auch bei dir merken, dass du so ein bisschen hinten gegen bist und gereizt bist und anders geworden bist. Das ist normal, wenn man ein Jahr lang im Ausnahmezustand gelebt hat. Und da kommt jetzt mein Tipp Nummer 4. Sei geduldig. Sei geduldig mit dir und mit den anderen. Weißt du, es ist schnell mal ein böser Kommentar bei Facebook, also Facebook kennen die meisten hier nicht, bei Instagram oder bei YouTube oder sonst irgendwo geschrieben. Mein Rat ist, sei geduldig, zähl erstmal ganz ruhig bis 60 runter, atme einmal tief durch und überlege, möchtest du diesen Kommentar, der auch in 2, 5 und 10 Jahren noch abrufbar ist, wirklich schreiben? Möchtest du diesen Menschen jetzt so runtermachen? Möchtest du diese Beziehung wirklich aufs Spiel setzen? Möchtest du diese Freundschaft beenden, nur weil jemand irgendwo ein dummes Wort gesagt hat, obwohl du weißt, dass dieses dumme Wort wahrscheinlich aus der Nicht-Entspannung, aus der Anspannung, aus der schwierigen Situation heraus, aus der Überforderung heraus gesagt worden ist. Ich rate dir, sieh auf die Leute, wie du sie von vorher kennst. Und gestehe ihnen ein, dass sie auch mal komisch sein dürfen, so wie du auch mal komisch sein darfst. Dass sie dich auch mal doof behandeln dürfen, so wie du andere auch mal doof behandeln kannst. Wahre Freundschaften zerbrechen da nicht dran. In wahren Freundschaften kann man auch einfach mal die anderen anders sein lassen und Meinungen und Kommentare stehen lassen, ohne direkt jemanden zu beschimpfen und zu verurteilen oder gerade zu sagen, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Es ist jetzt im Vergleich auf dein ganzes Leben eine relativ kurze Phase, die wir durchmachen. Und ganz sicher wird diese Phase vorbeigehen und mit Geduld wirst du das Ende auch irgendwann erreichen. Jede schwere Phase übrigens, nicht nur diese Phase, in der wir gerade leben, sondern jede schwere Phase ist eines Tages definitiv vorbei. Alles hat ein Ende und es hilft dir,
diese Hoffnung im Herzen zu tragen und dadurch mit den anderen einfach liebevoll geduldig zu sein und vor allen Dingen auch mit dir geduldig zu sein. Du musst keine 100% gerade bringen. Du musst nicht perfekt happy sein. Du musst nicht die Freude pur ausstrahlen. Du darfst genervt sein. Du darfst sagen, es ist gerade doof. Ja. Und du darfst geduldig mit dir sein. Das hilft dir, ohne Witz, ich habe es erlebt in den letzten Wochen und ich erlebe es schon seit Jahren immer wieder, durch schwere Zeiten durchzukommen. Sei geduldig mit dir und mit anderen. Und zuletzt möchte ich dir noch eins raten. Gut, ich bin Pastor, ne? Und das ist jetzt meine Lebenserfahrung in meinem Glauben. Aber ich höre weltweit, dass das wirklich eine Hilfe ist. Rede mit Gott. Du kannst mit Menschen telefonieren, ja. Du kannst Pause machen und das Tolle wahrnehmen, ja. Aber selbst dann, wenn es richtig, richtig hart wird, wenn du die Augen nicht mehr aufmachen kannst, wenn du niemanden mehr sprechen möchtest, wenn alles plötzlich dunkel ist, einer ist da. Einer ist da und der bleibt da. Und das ist der Gott, der dich liebt, der dich gemacht hat, der mit dir durch dein Leben gehen möchte und immer an deiner Seite sein möchte. Und er freut sich, wenn du mit ihm sprichst. Und ganz bewusst möchte ich das jetzt nochmal sagen. Es geht jetzt mir nicht nur um irgendwelche Gebete, wo du, Gott gib mir das und Gott bitte beende diese schwere Zeit und Gott bitte mach das und das und das. Nein, es geht mir nicht darum, einfach Gott zu sagen, was du dir wünschst. Und es geht mir auch nicht darum, dass du erst freundlich und lieb sein musst und dann Gott preisen kannst und sagen, ja Gott, du bist der Allergrößte und sowas. Nein, es geht darum, dass du mit Gott über das, was dich beschäftigt, im Gespräch bist. Deswegen habe ich eben schon gesagt, rede mit Gott und nicht bete. Beten haben wir immer so einen Eindruck schon, was gemeint ist, aber in der Bibel findest du viel, viel mehr. Schau in die Psalmen hinein, da findest du Menschen, denen es richtig dreckig geht und die Gott einfach direkt vor den Latz knallen. Gott, warum ist das so? Und ich finde das doof und Gott, ich möchte nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Und eins ist klar, Gott kann mit all diesen Gefühlsäußerungen, mit all dem, was in dir vorgeht, umgehen. Er ist ein Ansprechpartner, er ist da. Er kennt dich bis ins Tiefste hinein, er kennt sogar die Flecken in dir drin, in deiner Seele, in deinem Geist, die du selbst noch nicht entdeckt hast. Er weiß um dich, er weiß, was du brauchst. Und es wird nicht von jetzt auf gleich so schnips alles perfekt werden und besser werden, aber er ist ein Ansprechpartner. Und das erlebe ich, das höre ich seit Jahren von allen Menschen. Dieses mit Gott reden, das hilft. Und ich wünsche dir, dass du mit diesen Tipps wirklich durchkommst, dass du Routinen findest, dass du Pause machen kannst, dass du Menschen hast, mit denen du sprechen kannst, dass du Geduld entwickelst für dich und für andere und dass du Gott entdeckst als einen Ansprechpartner für dich, der dir hilft und der mit dir geht. Mit diesen Gedanken wünsche ich dir eine gute Woche in der schweren Zeit. Ich wünsche dir, dass du dich umgeben fühlst, dass du Momente hast, in denen du dankbar sein kannst für das, was gerade da ist, für das, was dir gut tut und dass du so auch wirklich weiterkommst und eines Tages zurückblicken kannst und deinen Enkeln erzählen kannst, wie abgefahren das doch in diesen Jahren gewesen ist. So wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.